Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Glückliche Mitarbeiterinnen sind nicht produktiver als unglückliche. Doch produktive Mitarbeiterinnen, die sind glücklicher. Oder die Preisfrage, was ist einfacher? Jemanden zu motivieren, der demotiviert ist, oder jemanden zu demotivieren, der bereits motiviert ist? Hallo Michael. Christian. Bist du eigentlich so als Mensch intrinsisch oder extrinsisch motiviert? Oh, musst du mir erstmal erklären, was das heißt. Darf ich eine Geschichte dazu erzählen? Ja, bitte unbedingt, sehr gerne. Was mir am meisten geholfen hat, war mit den Jungs, die draußen auf der Garagenauffahrt Fußball spielen. Ach die. Genau, also ich erzähle es mal von mir. Also bei der Garageneinfahrt spielen draußen die Jungs Fußball und es ist halt ein Lärm und die spielen den ganzen Tag und die sind mit Begeisterung dabei und tierisch motiviert und mich nervt's. So, dann habe ich angefangen, denen Geld zu geben dafür, dass sie da Fußball spielen. Okay. Ich habe gesagt, auf, hier eine Stunde Fußball spielen, 1 Euro pro Person. Moment, also die haben dich genervt und eigentlich willst du die loswerden und dann gibst du denen Geld dafür, dass die da bleiben. Genau, also jetzt in der Geschichte. Ja, klar, okay, cool. Dann gebe ich denen Geld und dann spielen die natürlich jetzt nochmal kurzfristig deutlich besser Fußball. Ja, weil jetzt, es macht ihnen Spaß, sie kriegen Geld dafür und am nächsten Tag gebe ich ihnen 2 Euro. Ja. Was glaubst du, was die geben richtig Druck. Klar. So, das mache ich, solange ich es mir leisten kann. Ja. Und dann höre ich von einem Tag auf den anderen auf, ihnen Geld zu geben. Ja. Und sage, ja, danke schön, ihr spielt ja hier ganz gut Fußball, aber Geld gibt es jetzt keins mehr. Ja. So. Und dann laufen die davon und sagen, sag mal, bist du bekloppt hier? Wir sind doch nicht wahnsinnig und spielen hier für kein Geld freiwillig Fußball und rennen weg und wurden nie wieder gesehen auf meiner Garage. Du hast dein Ziel erreicht. Bist du losgegangen? So meine Geschichte. Und was ich hier gemacht hätte in dieser Geschichte, wäre, ich hätte die intrinsische Motivation, die sind begeisterte Fußballspieler, eine extrinsische Motivation umgewandelt. Ja, krass. Das heißt, die haben dann gerne Fußball gespielt, weil sie Geld von mir gekriegt haben. Ja, klar. So, und das habe ich ihnen weggenommen. Und dann haben die gesagt, ja, sag mal, geht's noch? Wir sind jetzt hier weg. Ja. Also intrinsische Motivation ist, ich mache etwas, weil ich es will, weil es meinem Purpose, meiner Vision entspricht. Und extrinsisch, ich mache es, weil ich ein Goodie von jemand Externem kriege. So, und das Goodie kann sein Geld, Bonbons, Schokolade, Anerkennung vielleicht auch. Ja, spannende Sache. Ne? Ein Orden, eine Zertifizierung. Ja. So, jetzt nochmal die Frage, bist du intrinsisch oder extrinsisch motiviert? Ich glaube intrinsisch. Überlege ich jetzt gerade, wie das ist oder wie sich das vielleicht schon mal durch mich verschoben hat, durch extrinsische Motivation. Ich glaube, das habe ich auch schon erlebt. Ich muss jetzt irgendwie denken an, also das Wort Bonus ist jetzt gerade in meinem Kopf ein paar Mal ausgerufen worden. Ne? Also wenn ich ein Unternehmen war, wo ich einen Bonus bekommen habe und das war im ersten Jahr dann irgendwie mega geil, mega Erfolg, dann war das schon auch motivierend, obwohl ich habe ja jetzt nicht wirklich bei der Firma angefangen, nur einen Bonus zu kriegen. Aber als das dann im nächsten Jahr nicht so viel war, dann war halt irgendwie doof. Ja, so warum soll ich jetzt hier plötzlich arbeiten, Fußball spielen, Klammer zu. Das heißt für mich als Firmenchef, da kann ich mir schon sehr gut überlegen, wie ich mit so einem Thema umgehe, weil ich da natürlich in die ganze Motivationsgleichung schön eingreife. Ja, und das ist natürlich auch eine Fangfrage, ob du intrinsisch oder extrinsisch motiviert bist, weil es ist die Frage, wofür? Tja, okay. Ja. Und das kann unterschiedlich sein. Hm. Also von Aufgabe zu Aufgabe, von Zeit zu Zeit. Ja. Ja. Und am Ende ist es ja auch wieder eine Entscheidung. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeiten würde, in dem ich nur extrinsisch motiviert wäre, würde ja mein
mein Purpose, Vision, Values überhaupt nicht dem Unternehmen passen vielleicht. Okay, also mein Lebensplan, also wer ich bin, passt nicht zum, wer das Unternehmen ist. Ja, also, ja, da würde ich doch gar nicht da anfangen, oder? Oder die würden mich wahrscheinlich auch gar nicht haben wollen. Das ja, im besten Fall würdest du da nicht anfangen wollen. Ja, genau. Passt nicht also, zu mir. Das heißt, wenn ich das jetzt weiterdenke und ich als Unternehmer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einstelle, dann sind die grundsätzlich erstmal intrinsisch motiviert. Ja. Und meine große Aufgabe ist, zu verhindern, dass ich sie extrinsisch demotiviere. Das kann ich mir gut merken, ja. Also auf intrinsische Motivation setzen, darauf achten, dass ein Übereinstimmen mit unserem Nordstern da ist, Purpose, Vision, Values, Strategies. Ja. Und das nicht kaputt machen mit irgendwelchen extrinsischen Elementen. Und es ist ja auch relativ leicht dann zu sagen, oh, mein Team ist gerade nicht motiviert, wir machen mal eine Bonusregelung. Ja, das ist ja eine schöne Frage. Ne? Erleben wir öfter in unserer Coachingarbeit. Firmen geben tierisch Gas und auf einmal kommt dann der Punkt, oh, bei uns ist gerade die Motivation im Keller. Wie bist du damit so umgegangen? Ich beantworte eine andere Frage. Wie würde ich jetzt damit umgehen? Die stelle ich dir dann gleich auch im Nachhinein. Also die Frage, was ist denn Motivation? Also oder woran würde ich denn erkennen, dass meine Mitarbeiter motiviert sind? Mhm. Ja. Also wenn ich sage, die Motivation ist im Keller, woran mache ich das fest? Schlechte Stimmung, es wird nicht gelacht, Leute sind mehr krank, gehen früh nach Hause, keine Überstunden werden geleistet oder nur ungern. Ja, der Pep ist weg. Ja, und vielleicht gehe ich dann da gerade hin und habe ein extrinsisches Demotivationsprogramm aufgesetzt. Weil wenn du jetzt gerade auch sagst, die Mitarbeiter lächeln nicht, lächle ich denn als Chef, machen keine Überstunden, ja. Müssen die immer Überstunden machen? Ja, also sind wir wieder hier bei Perception is Projection. Ja? Also was ich als Chef ausstrahle, ist auch, was ich dann irgendwo zurückbekomme oder wie ich in den Wald reinrufe, schalt's hinaus und gleichzeitig einen Euro ins Phrasenschwein. Ja. Das hat was davon, ne? Also was ich dann vorlebe und wie ich mich dann entscheide, was ich ausstrahle, da kann ich das dann auch mit wieder beeinflussen. Ja. Worauf kann ich denn da achten, damit mir das gelingt? Im Projizieren. Also wenn ich mich jetzt entscheide, okay, ich gehe jetzt hier mit Beispiel voran und ich lächle jetzt und ich mache jetzt wieder Spaß und ich gebe jetzt wieder Gas und mache hier wieder voran. Kann ja auch anstrengend sein für mich als Chef, ne? Ja, und du wirst sicherlich nicht dafür bezahlt, einen nicht anstrengenden Job zu haben. Ja, gut. Auch schön. Ja. Genau, wie war der Spruch, sie werden nicht dafür bezahlt, nur angenehme Gespräche zu führen. Also da hilft es mir ja vielleicht dann auch wieder, mich daran zu erinnern, wer ich bin und was mich motiviert. Ne? Ja. Da könnte ich einmal über die Typensache rangehen, also hier sowas wie Insights und Farben und so. Ne, also wie, ich habe ja eine rote Präferenz, das heißt also Ergebnis und Leistung ist für mich wichtig. Ja, oder bei Gelb ist die Präferenz, ist ja eine wichtige Funktion, Spaß zu haben. Das heißt, da irgendwas zu machen, was Spaß ist. Das heißt, das kann ich mir dann auch pro Mitarbeiter, pro Team oder für die Firmenkultur sogar insgesamt überlegen. Ne? Ja. Gibt es ja so grundsätzliche Motivatoren hier, die aus dem Bedürfnis nach Leistung und Macht und Zugehörigkeit sich ergeben. Ne? Also gibt es drei Grundmotivatoren, glaube ich. Ja? Also, manche Menschen, für die ist Leistung was sehr motivierendes, für andere ist es Macht und für andere die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Das heißt, dann kann ich mir überlegen, okay, wie sind wir denn als Firma, wie sind wir als Team? Oder wie ist jetzt hier der Mitarbeiter, der demotiviert wirkt oder vielleicht auch sagt, er ist demotiviert? Da kann ich da auch so ein bisschen psychologisch mit der Brille drauf gucken und mir dann überlegen, was den jetzt wirklich motiviert. Also was mir da immer sehr geholfen hat, war, wenn wir drüber nachgedacht haben bei Kiko über Firmenveranstaltungen, über solche Bonus-Sachen, über Feiern, war dieser Spruch, glückliche Mitarbeiter sind nicht produktiver als unglückliche, aber produktive Mitarbeiter sind glücklicher. Ja. Und das ist dieser erste Leistungsaspekt, was wir auch in dem im Top-Grading schon. Wenn ich A-Mitarbeiter habe, dann die wollen Leistung bringen, die wollen Ergebnisse erzielen.
Und meine Aufgabe als Chef ist es, sie das auch machen zu lassen. Ja, klar. Ja, ja, und Leistung erbringen ist ja nicht unbedingt hart arbeiten. Nur es geht um Ergebnisse. Ergebnis, genau. Ja. Genau, alles ganz entspannt und locker und fluffig und einfach performant sein. Ja, und das ist dann einfacher, wenn ich die Blocks aus dem Weg nehme. Mhm. Wenn ich den, genau, also deswegen Produktivität und Leistung, wie ist denn das mit Macht im Unternehmen? Mhm. Wenn jemand durch Macht motiviert, das ist eine extrinsische Motivation. Oder? Ist wieder eine Fangfrage, ne? Nee, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das ist auch intrinsisch. Also manche Menschen haben da ein Bedürfnis für, nicht alle. Manche, ne? Also das macht wichtig, weil da kann ich was mit ausrichten, kann ich was mitmachen. Und wenn ich jetzt auf einmal die Macht nicht mehr habe, weil irgendwas nicht mehr gegeben ist, das kann extrinsisch dann sein, glaube ich, oder extern passieren, dann verändert sich auch in mir drin was, dann fehlt mir was. Ne? Geht sich ja um Erfüllen von Bedürfnissen. Ja. Und jeder Mensch hat irgendwie ein Bedürfnis, was erfüllt sein muss, damit er motiviert ist. So, das heißt, ich kann auch bei der Machtfrage sehr leicht extrinsisch demotivieren. Ja, super, ne? Klar. Ja. Macht entziehen. Du darfst das jetzt nicht mehr machen. Und bei der Zugehörigkeit kann ich auch. Ja. Motivieren. Ja, klar. Jemand aus einer Gruppe ausschließen, ne? Ist ja direkt demotiviert. Nee, in dem Team bist du nicht mehr drin. Oder hier in diesem Beratungskreis, in der Aktionsgruppe. Naja, schönen Dank. Ja. Motivation weg. Okay. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der über Zugehörigkeit motiviert ist, dann ist ja hier also die Mitarbeit mit anderen und irgendwie in Arbeitsgruppen drin sein, an gemeinsamen Themen arbeiten, da kann ich dann Motivation mit hervorrufen. Zugehörigkeit. Genau. Ja. Zugehörigkeit, Macht und Leistung. Mhm. Tja, muss ich jetzt wieder dran denken, ne? Es kommt drauf an, was motiviert. Auf jeden Einzelnen und auf die Situation. Ja. Mhm. Also und für mich als Manager kommt es darauf an, intrinsisch motivierte Mitarbeiter zu finden, die ins Unternehmen zu ziehen, über die Techniken, die wir alle schon besprochen haben, und dann nicht extrinsisch zu demotivieren. Ja. Was ist denn mit Feiern von Erfolg? Celebrate Success kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Mhm. Wie hilft mir das denn beim Motivieren? Oder ist das nur ein Re-Enforcieren? Also wir hatten tatsächlich das Thema öfter so Weihnachtsfeiern, wo dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben, die Weihnachtsfeier wollen wir eigentlich gar nicht, wir hätten lieber einen Bonus. Oder lieber mehr Gehalt. Mhm. Ja. Ja, also deswegen ist, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass solche Veranstaltungen motivieren. Ich glaube, sie machen einfach Spaß. Die Frage ist ja, mit welchem Ziel mache ich denn eine Weihnachtsfeier? Mache ich die Weihnachtsfeier, weil wir grundsätzlich immer Weihnachtsfeiern machen? Mache ich eine Weihnachtsfeier, weil man das halt so macht? Vielleicht mache ich auch eine Weihnachtsfeier, weil ich gerne mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern feiere. Feiern die auch gerne mit mir. Ja, mein Thema ist ja gerade hier Erfolg feiern, ne? Celebrate Success. Also dieses Anerkennen von Geleistetem. Wir kamen ja eben daher, dieses Thema hier, die Motivation ist im Keller, hier irgendwie gerade ist die Stimmung mau, wie kriegen wir das wieder hoch? Und also ich habe in so Situationen oft das Gefühl gehabt von, okay, jetzt lass uns mal besinnen, hier ist es denn jetzt wirklich so mau, was gibt es, genau wie du gesagt hast, ne, woran erkenne ich das denn jetzt gerade? Und wenn ich dann gucke auf Purpose, Vision, Value, Strategies, auf die großen Blöcke und mal frage, was haben wir denn geleistet in den letzten 3, 6, 12 Monaten? Und worauf dürfen wir jetzt auch einfach mal stolz sein, dass wir da was geleistet haben? Ja, hier wir zusammen als Team haben das und das geschafft und haben damit auch was in der Welt bewegt. Dann habe ich oft danach das Gefühl, ach so, schlimm ist ja eigentlich gar nicht. Boah, eigentlich haben wir ganz schön viel geschafft und vielleicht dürfen wir jetzt einmal durchatmen und uns mal daran erfreuen, ne? Weil oft ist ja so, die planerische Arbeit ist immer nach vorne. Was können wir noch mehr machen? Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Mhm. Und also ich habe da schon große Freude dran,
Oft mache ich das nicht, auch für mich selber und mit dem Team auch mal zurückzublicken gelegentlich und Erfolge anzuerkennen. Hat irgendwas mit Wertschätzung zu tun, glaube ich, ne? Ja. Auch mal anzuhalten, ne? Wie heißt das? Smell the roses, auch mal anhalten und in Ruhe einen Kaffee trinken und die Sonne genießen. Ja. Und da ist natürlich ein großer Unterschied zwischen anerkennen, dass das Team, dass wir im Unternehmen alle zusammen tolle Leistung gebracht haben, tolle Ergebnisse gemacht haben, oder zu sagen, naja, so schlimm war es ja gar nicht. Wie du vorhin so schön gesagt hast. So schlimm war es ja. Nee, so schlimm ist es ja jetzt gar nicht. Genau, so schlimm ist es ja gar nicht. Guck mal, was wir alles geschafft haben. Eigentlich können wir ja froh sein. Ja, okay. Komm, jetzt geht's auch wieder nach vorne. Also so, das ist so irgendwie so mein Gefühl in so Situationen, da mal zurückzugucken und mal zu freuen, wie weit wir eigentlich schon gegangen sind, wie hoch wir schon gekommen sind auf den Everest und wo wir mal angefangen haben und was wir vor einem halben Jahr oder einem Jahr für unmöglich gehalten haben und jetzt sind wir plötzlich da. Mhm. So, und jetzt sind wir dann demotiviert? Nee, eigentlich ist doch geil, dann schaffen wir den Rest auch noch. Ja. Ich habe mir überlegt, ich gebe dir jetzt einfach für jeden Podcast, den wir machen, gebe ich dir einen Euro. Ah, nee. Lieber nicht. Habe ich doch keinen grünen Zweig. Dann können wir zusammen irgendwann ein paar Monate Eis essen gehen. Können wir auch so machen, du. Ich lade dich ein. Okay. Also wir bleiben weiterhin intrinsisch motiviert, die Podcasts zu machen. Absolut. Ich stehe auch morgen früh wieder für den nächsten Podcast mit einem Lächeln auf dem Gesicht auf. Ja, ich freue mich. Es ist sehr erstaunlich, was wir schon alles geschafft haben. Ja. Das ist jetzt tatsächlich Podcast-Aufnahme Nummer 44. Boah, siehst du, das ist doch geil, ne? Ja. Ja. Geil. Celebrate Success. Yay! Hammer. Geil, 44 schon. Boah. Ja. Ciao, Michael. Tschüss. Das war Chief of Anything, der Podcast der CoA Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.